Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden hören, verstehen und leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, wir haben gerade von einem schweren Schicksalsschlag gehört. Lazarus, ein guter Freund von Jesus, ist gestorben. Mehrfach wird betont, dass Jesus Lazarus lieb gehabt hat. Die Trauer von den Schwestern Maria und Martha und der Anblick des Grabes rühren Jesus zu Tränen. Jesus, der Sohn Gottes, steht an einem Grab und weint. Und so macht er sich eins mit den Verzweifelten und Trauernden um ihn herum. Wir sehen hier keinen distanzierten Supermenschen, sondern einen mitfühlenden Freund. Auch in den Klageliedern, aus denen unser heutiger Predigttext kommt, geht es um einen schweren Schicksalsschlag. Die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels im Jahr 586 vor Christus durch die Babylonier. Viele Menschen waren gestorben oder deportiert worden. Das Heiligtum ist vernichtet. Jerusalem war nur noch ein Schatten seiner selbst, eine zerstörte Stadt. In den Klageliedern wird die Situation in Jerusalem dichterisch verarbeitet. Die Lieder werden dem Propheten Jeremia zugeschrieben. Er musste die Katastrophe mit eigenen Augen ansehen. Und ich musste, als ich das gelesen habe, an die Flutkatastrophe vor einigen Wochen in unserem Land denken. Auch hier haben Menschen ihre Liebsten verloren. Hab und Gut wurde innerhalb von Minuten einfach weggespült. Städte und Dörfer sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Noch vor wenigen Tagen habe ich mit einer Person gesprochen, die Angehörige in dem betroffenen Gebiet hat. Diese Person konnte das Geschehene kaum fassen, geschweige denn in Worte fassen. Plötzlich steht das Leben von einem Tag auf den anderen Kopf. Ein Schicksalsschlag. Kurz vor unserem, wir werden es gleich hören, doch recht freundlich klingenden Predigttext heißt es so: Gott, du hast mir meinen Seelenfrieden genommen. Ich habe vergessen, was Glück ist. Gott, du hast mir meinen Seelenfrieden genommen. Ich habe vergessen, was Glück ist. Kein Seelenfrieden mehr. Vergessen, was Glück ist, das ist kaum zu ertragen. Das Leben verliert seine Farbe, es ist etwas vom Tod, von der Dunkelheit zu spüren. Und ich ahne, dass jeder Mensch früher oder später in seinem Leben solch eine Lebensphase erlebt. Es ist weniger die Frage, ob, sondern wann es dazu kommt. Das kann dann der Tod eines guten Freundes sein, so wie bei Jesus, eine schwere Krankheit oder eben eine Naturkatastrophe, die uns trifft. Doch wie gehen wir eigentlich mit solchen Schicksalsschlägen um, wenn es denn soweit ist? Jeremia schreibt sich die Not, die Verlassenheit und den Frust von der Seele. Und das in äußerst künstlerischer Form. Die Klagelieder sind ein Meisterwerk der Dichtkunst. 4 von 5 Kapiteln sind Alphabetpsalmen. Was ist das? Also, der erste Vers fängt mit einem Wort an, das mit dem hebräischen A beginnt. Der zweite Vers fängt mit einem Wort an, das mit dem hebräischen B beginnt. Und so weiter. In unserem Kapitel 3, woraus der Predigttext gleich stammt, sind es sogar immer 3 Verse, die mit A beginnen und dann 3, die mit B beginnen.
Das Fachwort nennt sich dann Akrostichon. Kann man auch wieder vergessen, genauso wie den 16. Sonntag nach Trinitatis. Jeremia schreibt sich das Leid von A bis Z von der Seele. So kann man das ausdrücken. Und so kann man sich das Ganze auch gleich besser einprägen. Eine Gedächtnisstütze. Hinzu kommt, dass die Gedichte im Versmaß der jüdischen Totenklage, Kina, kann man auch wieder vergessen, verfasst sind. Die Form unterstützt den Inhalt. Hier trauert ein Mensch. Hier ist jemand zu Tode betrübt. So bekommt man das Gefühl, in das Tagebuch eines schwer trauernden Menschen blicken zu dürfen. Und vielleicht liegt ja schon darin ein Weg, mit eigenen Schicksalsschlägen umzugehen, nämlich etwas aus dem Innen ins Außen zu lassen. Es nicht in sich reinzufressen, so vielleicht wie hier, sei es in einer Textform oder als Kunstwerk oder indem ich ein Baumhaus baue, so wie es die Real-Life-Guys für ihre tödlich verunglückte Schwester gemacht haben. Das ist ja auch nichts anderes. Da sind Menschen, die trauern und ihre Schwester hatte den Wunsch, ein Baumhaus zu haben. Und die machen das für ihre tote Schwester, bringen etwas aus dem Innen ins Außen und verarbeiten damit ihre Trauer. Und ich persönlich finde es interessant, dass gerade in existenziell schwierigen Lebenssituationen künstlerische Meisterwerke entstehen. Ich denke zum Beispiel an das Lied »Von guten Mächten wunderbar geborgen«, das Dietrich Bonhoeffer rund um den Jahreswechsel 1944-1945 im Gefängnis schrieb. Ziemlich viel Dunkelheit, ziemlich viel Tod und dann »Von guten Mächten wunderbar geborgen«. Ein Lied, das ganz vielen Menschen durch die letzten Jahrzehnte Halt gegeben hat in solchen Situationen. Und neben den zu entdeckenden Emotionen findet in diesen Kunstwerken ja gleichzeitig eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der eigenen Situation und im Fall von Jeremia mit Gott statt. In Vers 37 und 38 schreibt er: Von wem heißt es, er sprach und es geschah? Geschieht denn nicht alles auf den Befehl des Herrn hin? Das Böse wie das Gute, beides geschieht doch auf Anordnung des Höchsten. Nochmal, das Böse wie das Gute, beides geschieht doch auf Anordnung des Höchsten. Wir erkennen hier, Jeremia sieht in allem, was geschieht, Gott am Werk. Und das ist höchst anstößig. Keine Frage. Gott verantwortlich für das Gute wie für das Böse? Es ist Jeremias Antwort auf die Frage nach dem Leid. Er weiß sich dadurch mit allem, mit Gutem wie Bösem, in Gottes Hand. Und das führt bei ihm zu einem weiteren Gedanken. Er schreibt: Lasst uns über unser Leben ernsthaft nachdenken. Lasst uns umkehren zum Herrn. Wir wollen zu Gott im Himmel beten, von Herzen, nicht nur mit den Händen. Die Not und das Leid führen Jeremia interessanterweise nicht weg von Gott, sondern gerade zu ihm hin. Jeremia sucht nach einer Frömmigkeit, die nicht nur äußerlich ist, sondern die von Herzen kommt, auch im Leid. Diese Gedanken sollen das Leid in keinster Weise benutzen oder instrumentalisieren, denn Jeremia macht noch eine ganz andere Feststellung. In Vers 19 und 20 schreibt er: Der Gedanke an meine Not und Verlassenheit macht mich bitter und vergiftet mein Leben. Trotzdem muss ich ständig daran denken und das wühlt mich bis ins Innerste auf. Jeremia macht die Erfahrung, dass das Versinken in Selbstmitleid ihn überhaupt nicht weiterführt, sondern alles nur noch viel schlimmer macht. Das finde ich persönlich extrem interessant.
Jeremia macht einen kritischen Selbstcheck. Hilft mir meine innere Einstellung bzw. Ausrichtung oder hilft sie mir nicht? Und er stellt fest, nein, Selbstmitleid bringt mich nicht weiter. Und so geht Jeremia einen konsequenten Schritt. In Vers 21 heißt es, deshalb will ich in mich gehen und meine Hoffnung auf den Herrn setzen. Dieser Schritt ist, glaube ich, sehr weise, aber auch extrem schwer. Wieder alle akute Erfahrung, die Hoffnung auf Gott zu setzen und sich nicht am eigenen Leid festzuklammern. Das ist nicht nur ein Schritt, das ist ein Sprung. Ein Sprung in die Arme eines Gottes, den ich gerade vielleicht nicht sehe und wahrnehme. Und darum erinnert sich Jeremia an das, was Gott, was über Gott in seinem Volk gesagt wurde und was er auch schon selbst bekannt hat und vergewissert sich dadurch für seinen Sprung. Jetzt, fast zum Schluss, lese ich den Predigttext, der doch so freundlich klingt in einem Buch, das Klagelieder heißt. Ja, seine Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Gott, deine Güte, Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Ich bekannte, der Herr ist alles für mich. Deshalb setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem Menschen, der nach ihm fragt. Gut ist es, sich in Geduld zu üben und still zu warten auf die Hilfe des Herrn. Wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann verstößt er ihn nicht für immer. Auch wenn er straft, erbarmt er sich wieder. Unfassbar groß ist seine Güte. Jeremia fühlt sich eigentlich wie ein lebendiger Toter. Wenn er am Anfang seines Liedes schreibt, Gott versetzte mich in tiefe Dunkelheit, wie die Toten in der Unterwelt. Aber gleichzeitig ringt Jeremia sich dazu durch, dass dieser Gott, der ihn dahin gebracht hat, auch aus seiner Todesdunkelheit befreien kann. Denn seine Güte hört nicht auf. Das ist das Erste. Sein Erbarmen hat kein Ende und ist immer neu. Und seine Treue ist unfassbar groß. Diese Wahrheiten ruft sich Jeremia in Erinnerung und ins Gedächtnis. Ich erkenne das, wenn wir Jesus am Grab von Lazarus anschauen. Jesus ruft den toten Lazarus, der schon 4 Tage tot ist und stinkt, den ruft Jesus aus dem Grab, weil er Erbarmen mit seinen Schwestern und Freunden hat und weil er Lazarus lieb hat, so wie er auch dich und mich lieb hat und uns ewiges Leben schenken möchte, das hier beginnt. Hier und heute und niemals aufhört. Dazu ruft er uns heute Morgen aus unseren Gräbern und spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt bleiben. Glaubst du das? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.